Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem WoW Let's Play hier mit Rivana. Wir sind jetzt hier in, wo sind wir? Feralas, genau. Das ist ja genau direkt unter Desolates. Hier waren wir vorher. Das sind wir in der letzten Folge fertig geworden. Jetzt geht es weiter in Feralas. So, dazu haben wir erst mit dem Heldenaufruf annehmen müssen, weil wir eigentlich so keine Folgequest hatten. Eure Ankunft ist ein Zeichen von Elune, Schurkin. Es gibt viel zu tun. Okay. Zeichen des Waldes. Eine üble Krankheit hat die Kreaturen unseres Waldes heimgesucht. Zuerst dachte ich, es wäre einfach eine der Tücken der Natur, aber der Krankheit scheint kein Heilungsprozess zu folgen. Die Hirsche des Waldes, die normalerweise sehr stark und friedlich sind, haben am meisten gelitten. Einige finden in ihrer Schwäche ihr Ende. Andere sind tollwütig und sehr gefährlich. Um die Geister zu befragen und mehr über die Krankheit in Erfahrung zu bringen, benötige ich die Geweihe der Hirsche. Okay. Lauernde Gefahr. Die Geißel ist eine Beleidigung für die Natur. Sie haben es geschafft, die Stacheleber im Hügel der Klingenhauer zu verderben. Jetzt drohen sie sich noch weiter in den tausend Nadeln auszubreiten und, wie ich fürchte, schlussendlich auch nach Westen, nach Feralas. Ihr müsst dorthin gehen und alles tun, um sie festzusetzen. Vielleicht könnt ihr jemand in dem Gebiet dort finden, der euch hilft. Die Winde flüstern von einer mächtigen Präsenz in der Gegend. Ah, okay, den braucht man nicht. Gut, das nehmen wir an. Wucherborkeretten. Direkt im Ostflügel von Düsterbruch lebt eines der Urtürme der Wucherborken, Furux. Wucherborke noch vollkommen und unverdorben. Ihr müsst dorthin reisen und dem helfen, die fruchtbaren Kreaturen zu vertreiben, die furchtbaren Kreaturen zu vertreiben, die alles für sich einnehmen. Düsterbruch einzunehmen wäre ein Riesenfortschritt, Feralas für unser Volk wieder zurückzuerobern. Ihr findet Düsterbruch südöstlich von hier. Der Hochgeborene. Estulan, ein mächtiger und unverdorbener Hochgeborener, hat sich Zutritt zum westlichen Flügel von Düsterbruch verschafft und bittet um Mithilfe, diesen zu säubern. Ungeachtet eurer persönlichen Ansichten über die Hochgeborenen, muss ich diese Bemühungen zum Wohle von Feralas gutheißen. Möge der Wind euren Geist mit großer Geschwindigkeit dorthin tragen. Ihr findet Düsterbruch südöstlich von hier. Aha, okay, der schickt uns also hauptsächlich nur weg. Hat so nur eine Aufgabe, die er wieder zurückhaben möchte oder erledigt haben will. Die Nordschwingenbedrohung. Meine Aufgabe ist es, über Telaron zu wachen. Auch ohne die Meditation, die ihn so verletzlich macht, gibt es in diesem Wald genügend Bedrohungen, die uns beschäftigen. Genau deshalb stört es mich so sehr, dass ich das Camp nicht verlassen kann. Mehr Harpyien als je zuvor suchen das Gebiet im Nordwesten heim. Bösartige Kreaturen, die ihren Dreck überall in den alten Ruinen hinterlassen und sich nicht daran stören. Sie sind eine Bedrohung für unser Lager und haben an diesen Orten nichts zu suchen. Ich werde euch reichlich belohnen, wenn ihr euch ihnen annehmt. Dunkles Herz. Oh. Edana Haskralle ist die Königin der Harpyien der Nordschwingen, die in den Ruinen westlich von hier leben. Es ist ihr bösartiger Wille, der die Harpyien dazu anregt, ihre Nester inmitten der Ruinen unseres Volkes zu verteidigen. Die Harpyien können sie mit einem speziellen Horn rufen. Wenn man das Horn bei den Haskrallensteinen im Nord was im nördlichen Teil der Ruinen bläst, so erscheint Edana. Zeigt diesen garstigen Kreaturen keine Gnade, tötet Edana und bringt mir dunkles Herz. Aschafela. Okay, das werden wir jetzt natürlich erstmal machen. Also, wir müssen hier. Katze, was ist denn los? Die Katze jammert. Miau, er ist immer so viel arm. Das Horn haben wir jetzt aber nicht, gell? Hirsch. Schau, Hirsch. Du bist ja schon infiziert. So, dich nehmen wir gleich mal mit hier. Haben wir schon mal einen Hirsch erledigt. Das bringt uns so nichts, weil wir ein Hirschgeweih benötigen.
Ach, Katze. Was ist denn? Ja, was denn? Du hast zum Trinken, du hast zum Essen. Dein Klo ist gemacht. So, dann werden wir hier mal so nebenbei ein paar Hirsche kaputt machen, ja? In der Hoffnung, dass wir nicht allzu sehr wieder rundherum laufen müssen. Ist halt die Frage, kann ich die bestehlen? Ja. Aber die entdecken mich, gell? Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Aber die erste hat mir schon ihr Horn gegeben. Yay! So, warte mal. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ja, ja. Das behauptet sie immer. Beziehungsweise sie behauptet immer, ich muss etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Das sagen sie immer. Das werden wir aber noch ändern. Schauen wir mal, ob die Katze herkommt. Ah, fuck. Ich wollte dich doch noch beklauen. Jo, komm her. Was machst du denn da drüben? Ja, was denn? Jetzt sitzt die Katze vorm Kühlschrank. Das habe ich auch noch nie gesehen. Okay, vielleicht ist da irgendwas. Vielleicht will sie mich ja warnen, die Katze. Wir haben Ungeziefer. Bitte tu was. Hoppala. So, wo haben wir denn... Aha, okay, wir sind eigentlich eh schon hier, wo wir die große Mami kaputt machen müssen. Warte. Dich werden wir vorher noch beklauen. Weißt du, Kleinvieh macht auch Mist. Das ist viel wert. So. Dann haben wir hier irgendwo ein Horn bekommen, genau. Benötigt. Hasskrallensteine. Hä? Oder ist es das? Ah! Okay, ist da drüben. Ich vergaß. Okay, vergaß. So oft habe ich die Quest hier jetzt eigentlich auch nicht gemacht. Wenn wir fast zu langsam hier mit dem Klick mitten unterbrechen. Und fünf. Hm, ich hätte es auch tippen können. So, dunkles Herz haben wir bekommen. Was ist denn Kido? So, geht sie das noch aus? Ich muss näher ran. Ich muss näher ran, ja. Es ist ja aber toll ausgegangen, gell? So, 4 von 8 Hirschgeweihen haben wir schon. Das ist ja nicht schlecht, gell? Also, dass die mich da jedes Mal entdecken, das finde ich schon ein bisschen kacke. Aber was willst du machen, ja? Dort brauche ich noch eine Windruferin, 2 Harpien
Und dann kann ich die restlichen hier schon noch machen. So, von denen brauchen wir zwei, von den rosaroten. Yay! Von den blauen brauchen wir noch eine. Schau dir das an, eigentlich. Windruferin. Ich habe kein Ziel. Die habe ich jetzt schon fertig. Jetzt brauche ich nur noch. Da, hab hier. Eine rosa Route. So. Schau dir das an. So, dann können wir uns jetzt den Hirschen widmen. Ah, muss ich aufpassen, da ist nämlich das Hordenlager. Weil sonst bin ich ganz normal wahrscheinlich kaputt. Kaputt. Das wäre natürlich etwas unvorteilhaft. Achso, was ich jetzt vergessen habe, ist zu gucken, ob wir hier irgendwo einen Ruhestein setzen können, gell? Ich brauche ein Ziel. In dem einen Lager, wo ich jetzt gerade vorher drin war. Borken. Nee, da kann ich dann nichts machen. Komm schon. Hopp. 5 von 8. Das ist zu weit weg. Nee, nee, schau, da kommt ihr schon her. Das ist ja cool, dass hier so viele Hirsche sind. Es wäre halt auch cool, wenn die das droppen würden, gell? Was ich haben oder was ich brauche. Nicht was ich haben will, sondern was ich brauche. Das kann ich nicht angreifen. Doch, du kannst das angreifen. So. Weil vielleicht droppt ja der hier was und der da unten auch noch, dann wäre ich nämlich fertig. Das wäre voll cool. Der hat das schon mal gedroppt. Müssen wir uns nur beeilen. Tschu. Ich bin außer Reichweite. Nein, bist du nicht. Nein, schade. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. So, hier haben wir noch einen Hirsch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Gut. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich kurzzeitig weggehen müssen. Ja, ich habe auch gleich die Zeit genutzt, dass ich hier selber hinreite und ihr die ganze Reitzeit nicht auch noch miterleben müsst. So, Zeichen des Waldes. Es ist keine schöne Aufgabe, aber es muss getan werden, Rivana. Ja, das stimmt. Zumindest haben wir dem Leiden dieser Kreaturen ein Ende bereitet. Lasst uns hoffen, dass sich durch ihr Opfer weiteres Leid verhindert werden kann. Jo. Oh, wow. Und ein Level up. Nice. Mehr als Krankheit. Ich habe auf der Straße nördlich von hier ein paar Drachenjunge gefunden, die an einem ähnlichen Gebrechen zu leiden scheinen. Gründrachen sind die geheiligten Wächter der Natur. Allein die Tatsache, dass sich die Krankheit auf die Drachen ausbreiten konnte, ist sehr alarmierend. Wir müssen verhindern, dass es sich weiter verbreitet, egal wie. Tötet die vergifteten Welpen, Rivana, und kehrt zu mir zurück. Delnadris, ja. Ich würde gerne wissen, was das heißt. Ich nur Gastwirt. Ich bin geehrt. Wir haben hier einen Gastwirt, sehr schön. Hallo. So, die Nordschwingenbedrohung. Danke, Schurkin. Eine Störung weniger, um die ich mich kümmern muss. Bitteschön, gern geschehen. Wir dürfen den Einfall der Harpyen in die Ruinen unserer Vorfahren nicht einfach hinnehmen. Diese Länder werden endlich von der Bosheit der Harpyen befreit sein. Ich kann euch nicht genug danken. Was haben wir hier? Armschienen, ja. Keine Ahnung, ob ich die jetzt nehmen soll oder nicht. Weiß ich nicht. Du gibst mir aber keine Folgeaufgaben, sondern nur du.
Die werden wir jetzt aber einfach mal machen, gell? Einfach mal machen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Dann hast du es freundlich, 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 freundlich. Das ist alles nur freundlich. Wie kacke ist das denn? Weil ich würde mir gerne Taschen kaufen, aber dafür brauche ich respektvoll. So. Du Welpe. Na toll, jetzt werde ich vergiftet hier auch noch. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Das sind eigentlich... Aha, du bist eigentlich ich hier oben, oder was? Naja, vielleicht kommst du ja raus. Ich muss näher ran. Das schaut nicht danach aus. Es schaut nicht danach aus. So, das Gift hält aber zum Glück nicht lange, sehe ich gerade. Ja, es sind ein paar Sekunden. Ja, für einen grünen Drachen siehst du echt ziemlich krank aus. Das ist zu weit weg. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Was haben wir denn hier noch alles? Aha, da dreht sich mit. Mann, den Atem kann man nicht mal also ausweichen. Wie ätzend ist das denn? Aber eins muss ich schon sagen, die Drachen sind hier ziemlich gut getarnt. Ich bin außer Reichweite. Die sind hier ziemlich gut getarnt, ja, ja. Dann schauen wir mal, wie schaut denn der wirklich aus? Ja, der schaut wirklich sehr krank aus. Ich habe kein Ziel. Na, den möchte ich lieber nicht abbekommen. Gut. Dann, oh, genau, wir haben ja gerade Schaden abbekommen. Ja, der Mir Echo Brut. Kann ich irgendwas Traumgeäst? Nein, Letax. Das ist zu weit okay, weg. Warte mal. Das war jetzt eigentlich eher ein Fehler, was ich da gemacht habe. Hahaha, das wollte ich so doch gar nicht. Lebt nicht mehr nah. Er hat nie genügend Macht verloren, um euch aufzuhalten. Aha, okay. Ja, dann halt mich mal auf. Weil hier war ja, glaube ich, damals auch so ein Boss, so ein Weltboss. Also das hat hier, glaube ich, früher, also vor Kataklysmus hat das, glaube ich, auch noch ein bisschen anders ausgesehen. Aber gut. So. Diese Ereignisse sorgen mich sehr. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Oje. Wir nehmen den Dolch. Wir gebrauchen können wir gar nichts, aber der Dolch gibt wenigstens mehr her. Tränen der Steine. Ihr habt gehört, wie der Drache Isondre uns erzählt hat, dass die Tränen des Landes das Portal schließen können, aus dem die Verderbnis strömt. Ihre Worte entsprechen der Wahrheit. In dem Tal, westlich von hier, habe ich gesehen, dass die Bergriesen leiden. Sie waren wild vor Frustration und als sie weit weinten, wurden ihre Tränen, die auf die Steine fielen, zu Kristallen. Die Riesen weinen zwar nicht mehr, aber diese Steintränen sind wohl das, worauf Isondre sich bezogen hat. Wir brauchen diese Tränen.
Okay, das verderbte Land. Die Klippenriesen von Feralas sind Ausläufer der Erde selbst, Rivana. Wenn es der Natur gut geht, sind sie wohlwollende Beschützer und friedliche Wächter. Doch wenn der Wald leidet, so leiden auch sie. Wenn sie von dieser Krankheit heimgesucht und verderbt werden, so werden sie sich gewaltvoll gegen die Bäume, die Tiere und selbst das Gestein, aus dem sie selbst entstanden sind, richten. Seid vorsichtig bei eurer Aufgabe, wenn ihr verderbte Riesen findet. Zerstört sie zum Schutz aller, die noch nicht verderbt wurden. Tschüss. Aha, okay. Ja gut, dann machen wir das mal, ja? Frage ist nur, wie ist da jetzt der kürzeste Weg? Der kürzeste Weg ist ja, glaube ich, immer irgendwie angenehm, gell? Naja, ob der jetzt so viel kürzer ist, auf der Karte sieht der Baum weitaus kleiner aus. Der Baumstumpf hier. Zwillingskolosse. So, schauen wir mal. Da haben wir Taleulen. Aha, da haben wir einen kleinen Zwerg. Wow, jetzt habe ich so einen scheiß Vogel gepult. Ah, da werde ich wahrscheinlich noch ein paar mehr Vögel pullen. Das ist bescheiden. Goldader, wow. Hier, Klippenriesen. Verderbter Klippenriese. Aha, aha, aha. So, Tränen. Was ist das? Ein Rhea. Den muss ich töten. Den muss ich töten. Nein, wo ist der Rhea hin? Nein. Bleib hier, bleib hier. Arash Itis. Ich muss näher ran. So, komm rauf hier. Aufkommen. Wie siehst du denn witzig aus? Bam, 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 bam. Sehr gut. Aber der hat uns, was hat der uns jetzt gegeben? Stoff. Schade. Nichts aus Leder, was wir vielleicht verwenden könnten. Was haben wir da jetzt bekommen? Eine Axt, zweihändig. Die können wir zwar nicht verwenden, aber einer unserer anderen Charaktere kann die ja vielleicht verwenden. Wobei, brauchen wir die noch? Brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Also eigentlich könnte ich es auch verkaufen, oder? Das ist zu weit weg. So. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Bist du hier schon näher dran? Ich bin außer Reichweite. Okay, eine große Hitbox haben die nicht unbedingt. Die Tränen. Und hier den letzten noch. Jetzt haben wir hier keine Ding mehr. So ein Mist. Keine Beschleunigungsmöglichkeit mehr. Naja. Dann werde ich jetzt mal eben den Ruhestein verwenden.
weil es einfach schneller geht. Wie darf ich helfen? Tränen der Steine. Diese Tränen sind auf dem Gestein, aus dem die Riesen selbst entstanden sind. Am Fuße der Berge, in der Nähe der großen Monolithen, sollten lose Tränen sein. Ja, die haben wir gefunden. Die Bergriesen sind für unser Volk wichtige Verbündete. Wir müssen die Verderbnis aufhalten, bevor noch mehr der Kreaturen des Waldes von ihr Befall nehmen. Habe ich gemacht. Nice. Stufe 40. Das heißt, ab der nächsten Folge können wir dann schon schneller reiten. Das wollte ich sagen. Das verderbte Land. Die Geister der Beschützer werden wieder zurückkehren, Rivana. Ihr habt sie befreit und nun können sie im Kreislauf der Natur ihre Wege gehen. Jetzt liegt es an uns, sicherzustellen, dass der Kreislauf frei von Verderbnis und grundlosem Schmerz ist. Okay. Den Traum versiegeln. Es ist soweit. Nehmt dies, Rivana, ein Fanal der Essenz der Natur, das von Isondres Willen gesegnet wurde. Nördlich von hier, auf der anderen Seite des Baches, befindet sich das Traumgeäst. Dort steht der große Baum, der größte Baum Feralas. Ein Schößling des Weltenbaums selbst. In seinem Stamm ist ein Portal, das direkt zum smaragdgrünen Traum führt. Dieses Portal müsst ihr schließen. Das Portal wird bewacht sein. Ihr dürft nicht verzagen. Okay, das ist aber eine große Aufgabe und deswegen werde ich mich jetzt hier erstmal ein bisschen zur Ruhe setzen. Ja, genau. Ich werde mich hier ein bisschen zur Ruhe setzen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich aber ciao, ciao und noch einen schönen Tag. Baba!